So, hallo zusammen. Ich möchte euch heute ein Produkt vorstellen, was aber nichts mit Werbung zu tun hat, denn dieses Produkt haben wir selbst gekauft. Und das Ganze hat auch eine kleine Vorgeschichte, die ich jetzt als erstes zum Einstieg erzählen möchte. Also es war so, wir hatten Post in unserem E-Mail-Fach von einer Agentur, die wohl für die Firma TomTom diese Werbeaktion durchführt. Und die haben uns gefragt, ob wir bereit wären, das TomTom Camper Navi zu testen und darüber ein Video zu drehen. Logisch, haben wir gesagt, natürlich, zumal wir mit dem ZenX und so nicht so hundertprozentig zufrieden sind. Und man hat uns dann auch einen Flyer per E-Mail zugeschickt. Da stand alles drauf, was die Tester von dem TomTom Camper Navi alles für Regeln beachten müssen. Das heißt, es war keine Regel dabei zu sagen, dass es gut ist, obwohl man es schlecht empfunden hat. Es war aber Regeln dabei, was wir zu testen hatten, wie lang das Video mindestens sein muss, wobei 2 Minuten gar kein Thema ist, schafft kein Mensch. Und es war vor allen Dingen die Regel dabei, dass man das Video vorher bei TomTom einschickt, damit die das prüfen und freigeben, was eigentlich soweit okay ist. Als wir dann gesagt haben, das ist in Ordnung, wir machen das, dann kam auf einmal ein 9-seitiger Vertrag in englischer Sprache, was uns etwas verwundert hat, denn so ein Navigationsgerät hat einen Händlerverkaufspreis von 350 Euro, einen Wert vielleicht für TomTom von 150, wenn überhaupt von 100 Euro, ja. Und dafür einen 9-seitigen Vertrag auszufüllen, also das halten wir schon ein bisschen für verwegen. Wir haben dann gesagt, okay, wir unterschreiben den Vertrag, aber wir brauchen eine deutsche Übersetzung, damit wir wissen, was wir unterschreiben. Wir sind zwar der englischen Sprache gut mächtig, aber nicht so gut, dass ich einen 9-seitigen juristischen Text durchlese, anerkenne und wer weiß, was für kleine Klausel man übersieht. Man hat ja mit diesen Texten schon manchmal Probleme in der Landessprache, ja, oder in der Muttersprache und dann erst in einer englischen Sprache. Also das kommt nicht in Frage. Aber das hat man dann gesagt, das geht nicht. Man kann den nicht neunzeiligen Text nicht übersetzen. Man hat uns dann gefragt, was für Probleme haben wir, das zu unterschreiben. Wir haben gesagt, wir unterschreiben einfach keinen juristischen Vertrag über 9 Seiten, wo man nicht wirklich genau wissen, was wir da unterschreiben. Und wir sehen ja gar keine Veranlassung für so ein kleines Gerät, so einen langen Text zu unterschreiben. Und schlussendlich haben wir das Ganze dann gecancelt, haben gesagt, vergiss es, ja. Aber das Thema hat uns interessiert und wir haben dann gesagt, ein Camper-Navi zu testen, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Natürlich kam dann TomTom nicht mehr in Frage, denn das Verhalten war in meinen Augen unseriös. Wir haben uns dann für den Konkurrenten entschieden, für Garmin. Das Garmin Navi schaut erst einmal schon einmal hervorragend aus. Also wir haben uns die Camper-Version gekauft. Man muss dazu sagen, das Camper Navi kostet ungefähr 350 Euro und ohne der Camper-Funktion kostet das gleiche Navi 150 Euro. Die Camper-Navigation besteht darin, dass hier ein paar Stellplätze für Camper drin sind und dass man die Maße des Fahrzeugs eingeben kann. Das ist alles. Und dafür ist der Preis schon fast doppelt so teuer. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Zielgruppe natürlich deutlich kleiner ist als die Zielgruppe der PKW-Fahrer. Das lassen wir mal dahingestellt. Also, es sieht verdammt gut aus und ich kann auch sagen, dass das Echtglas und das Touch-Display ganz hervorragend funktioniert. Ihr seht, wir stehen hier wieder mal in Moosbach, wo wir immer wieder mal ganz, ganz stehen. Das lässt sich alles wunderbar. Hier kann man an die Auf die Einstellung, nächstgelegene Straße da fahren. kann man die Einstellungen rangehen. Und dann ist uns gleich als erstes etwas aufgefallen, was wir für etwas sehr übel betrachten, nämlich dass hier hinten der Stecker, der USB-Stecker, ein USB-1 ist. Also man kann diese Stecker, die man fürs Handy benutzt, hier nicht reinstecken. Man muss wieder ein eigenes Kabel mitführen. Das ist Punkt 1, aber damit könnten wir ja im Prinzip auch noch leben. Ist aber für ein elektronisches Gerät, was ganz neu auf dem Markt ist, meines Erachtens nicht besonders toll.
Was dann das nächste ist, wir geben jetzt mal eine Adresse ein. Gehen wir ein Stadt Heidelberg. Und mal schauen, dass ich das ein bisschen runtersetze, damit ihr es. So, also mal Heidelberg ein. So, ihr seht, es geht schon wunderbar. Heidelberg, da muss man eine Straße eingeben, da geben wir jetzt mal irgendeine ein. Greiberger, so. Fertig. So, dann gibt es hier schon mal die Möglichkeit einer Alternativroute. Die Problematik ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt da so sehen kann. Ja, so. Die Problematik ist, er findet in der Regel keine Alternativroute. Mal schauen, ob er jetzt eine findet. Da seht ihr, er rechnet schon wieder. Also keine weiteren Vorschläge. Da muss ich sagen, das hat uns eigentlich gefallen, wie wir uns das angelesen haben, ob wir das Garmin uns holen oder nicht, dass hier eine Alternativroute gemacht wird. Aber ich kann sagen, bei allen Adressen, die ich bisher eingegeben habe, er hat noch niemals eine alternative Route gefunden. Also diese Funktion kann man vergessen. Der findet einfach keine Alternativroute. So, dann das nächste, was mich stört, ist, man sieht hier die Zielführung in lila. Warum muss das in lila sein? Also ich bin kein lila Freund, manche Leute mögen diese Farbe, ich mag sie nicht. Also warum kann man dann entweder nicht die Option wählen, dass man hier eine rote Farbe, eine weiße Farbe oder was auch immer nimmt? Warum muss das lila sein und ist unveränderbar? Das sind schon mal Dinge, die uns nicht sonderlich gut gefallen hat. Dann kam als zweites hinzu, dass ist hier unten, wenn man jetzt da die Navi starten machen, na, komm. Auf die nächstgelegene Straße fahren. Jetzt, wenn ich den Ton ausschalte von der Dame, kann ich nur den Ton komplett ausschalten. Das heißt, jetzt werden mir in dem Moment auch keine Warnungen mehr angezeigt. Das Navi hat einen Radarwarner dabei. Aber wenn ich den Ton von der Dame ausschalten will, weil ich keine Ermahnungen haben möchte, außer von der Ursi während der Fahrt, ja, dann kann ich nur zweite Frau brauchen, die mir da reinredet, dann ist auch automatisch das Warnsignal eingeschaltet, wenn man an einen Radar hinfährt oder wenn man die Geschwindigkeit überschreitet. Das Gerät warnt nämlich auch bei Geschwindigkeitsüberschreitung, einstellbar natürlich. Und dieser Ton ist aber auch ausgeschaltet. Also so wie beim Zenik. Beim Zenik kann ich die Dame wegblenden, kann aber alle anderen Funktionen, die mit Ton zu tun haben, weiterhin benutzen. Das geht beim Garmin nicht. Dann sieht man hier, das Tempo zeigt er an. Und man sieht hier die Ankunftszeit. Das ist alles. Mehr kriege ich nicht angezeigt. Ansonsten muss ich hier draufdücken. Dann kann ich mir Alternativen zum Anzeigen anschauen. Aber dann habe ich das Display schon wieder verstellt. Und ich vor allen Dingen während der Fahrt aufs Navi schauen oder regelmäßig drauf zu tippen, ich halte das nicht für sonderlich sinnvoll. Ich denke, es wäre besser, wenn man hier ein paar Informationen hinführen würde. Also Tempo ist okay, ist eine wichtige Sache. Ankunftszeit ist auch wichtig. Meines Erachtens ist es aber auch notwendig, wie viele Restkilometer habe ich noch zu fahren. Und wenn ich das angezeigt haben möchte, muss ich entweder die Ankunftszeit wegdrücken oder das Tempo. Also man muss sich für zwei Dinge entscheiden, die man angezeigt haben will, finde ich schwach. Ich hoffe, ihr seht es da, weil ja, ich habe da zwar ein Display, aber das sieht man nicht genau, was ich da euch zeige. Aber wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr mir die einfach. Jetzt machen wir. So, dann kommt das nächste. Es hat natürlich auch Echtzeit-Navigation. Das heißt, es zeigt auch Verkehrsstau an. Was ich allerdings nicht mag, ist, wenn ich dann automatisch eine App auf mein Handy laden muss. Das ist noch eine Sache, das kann man noch machen. Aber die zweite Sache ist, die App ist permanent aktiv. Also wenn ich das Navi nur einmal benutze, die App ist immer online und sowas mag ich schon also überhaupt einen nicht. Gravierenden Navigationsfehler vom Garmin muss ich auf jeden Fall noch anmelden. Wir sind auf der Autobahn A81 gefahren oder auf die Autobahn A81 und uns wurde angezeigt, fahr geradeaus und nicht rechts. Und zwar fahr geradeaus Richtung Schaffhausen-Singen und Schaffhausen-Singen wäre aber rechts abgegangen. Also statt fahre geradeaus Richtung Stuttgart, zeigt er uns an, fahre geradeaus Richtung Schaffhausen-Singen und Schaffhausen-Singen wäre rechts abgegangen. Gravierender Fehler,
für eine Navigation, ganz klar. Die alternative Route habe ich schon gesagt. Es gibt auch keine, es ist ein Camper-Navi und die meisten Camper, das wisst ihr, das sind Fiat-Camper, das heißt, das Fiat-Cockpit hat das Ganze und es besteht keine Möglichkeit, dieses Navi vernünftig im Fiat-Cockpit zu befestigen. Wir haben uns da so eine kleine Platte gekauft, wo man dann das beiliegende Teil befestigen kann, aber das ist eine Notlösung. Und dann haben wir uns noch dieses Teil von Garmin dazu bestellt. Also das könnt ihr für Wohnmobil vergessen. Das bringt überhaupt nichts. Das rutscht runter. Es sei denn, man stellt es dann hinten hinterm Armaturenbrett und da will es ja kein Mensch haben. Und dann kann man auch das Navi nicht mehr bedienen. Also alles in allem, wir sind mit dem Navi unzufrieden und schätzen jetzt unser Zenik wieder. Das Zenik hat alle Funktionen inklusive Verkehrsmeldungen besser gehabt. Nur eins habe ich nicht ausprobiert und das ist der Grund, was ich beim Zenik immer noch ein wenig oder was ich beim Zenik als Mangel empfinde. Wir hatten eine Route, eine längere Route vorgegeben und haben reingeschrieben, Autobahnen vermeiden. Zenik hat uns nicht auf den schnellsten Weg geführt ohne Autobahn, sondern Zenik hat uns auf den kürzesten Weg geführt. Das heißt, von Bundesstraßen runter, auf Nebenstraßen und wieder auf die Bundesstraße drauf. Das sollte meines Erachtens nicht sein. Also das ist ein Schwachpunkt von Zenik und es hat dazu geführt, dass wir uns dieses zweite Navi zugelegt haben. Aber ich muss sagen, dieses zweite Navi ist so schwach, dass wir es nicht behalten wollen. Wir geben das wieder zurück. Was ist? Das ist jetzt Zenik, Autobahn vermeiden. Der schickt uns in der Gegend rum, sodass die Route zwar vielleicht kilometermäßig günstiger ist, was ich aber gar nicht glaube, und auf jeden Fall 20 Minuten später ankomme auf der kurzen Distanz, die wir noch haben. Also Zenik, das geht nicht. Das ist der absolut falsche Weg, jetzt da unten rechts abzubiegen, aber Zenik will das. Das ist der richtige Weg. Schade, die Navi hat also Autobahn vermeiden. Die Garmin Navi hat Autobahn vermeiden wesentlich besser drauf. Zenik kann es nicht. Meine Wertung auch, ist das Navi für BKWs kostet ungefähr knapp 200 Euro. Das Navi für Wohnmobile kostet knapp 350 Euro. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, dass man hier die Maße vom Fahrzeug eingeben kann. Das ist soweit okay. Inwieweit die Maße berücksichtigt, das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich den Vergleich nicht habe. Was dann auch noch dabei ist, sind die Campingplätze vom Deutschen Campingverband. Aber ob die 450 Euro wert sind, das wage ich zu bezweifeln. Also mein Tipp ist, wer es nicht so dicke hat, ja, da langt auch das BKW-Navi, wenn man sich das schon zulegen will. Es ist schade, mir gefällt das Navi optisch sehr gut, es ist sehr leicht zu bedienen, aber in meiner Einschätzung hat es einfach viel zu wenig Optionen und mit 350 Euro ist es meines Erachtens im Vergleich zum BKW-Navi überteuert. Das war meine Meinung. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Das interessiert uns immer. Ja, und vielleicht hole ich mir das TomTom und teste das TomTom dann doch mal. Das war übrigens auf eigene Kosten gekauft. Also insoweit ist das kein Werbevideo für alle, die Werbevideos etwas beunruhigen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, gutes Navigieren und bis bald mal wieder.